Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's beim VfL Bochum. Wie ihr schon sehen könnt, am 14. Spieltag müssen wir jetzt ran zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ist wieder ein Duell der 9. gegen den 14. Leverkusen, das hatten wir schon letzte Saison. Schwacher Saisonstart und dann holen sie oder beziehungsweise rollen das Feld von hinten auf. Ja, wir haben etwas. Was Druck von hinten kriegen wir da aus dem unteren Tabellenmittelfeld, wie man sehen kann. Es geht runter bis zu Platz 14, sind wir punktegleich. Können uns jetzt wieder etwas absetzen aus der zweiten Tabellenhälfte und wieder etwas oben ran schnuppern. Ja, wollen wir natürlich tun, ne? Auch die 20 Punkte voll machen, dann schon mal die Hälfte für den Klassenhalt, dann so gesehen am 14. Spieltag komplettieren, voll machen, halbe Miete abschließen. Abliefern und so weiter. Ja gut, machen wir weiter. Ich zeige euch mal, was bei uns im Verein so los war immer innerhalb der letzten Zeit. Die erste positive Nachricht ist auf jeden Fall, wir haben etwas Transferbudget nochmal bekommen für den Winter. Ich hatte da eine Anfrage gestellt, die wurde genehmigt, weil ja, wir brauchen ein bisschen Kohle auch, um für den kommenden Sommer den einen oder anderen Spieler dann noch verpflichten zu können, ablösefrei. Im Idealfall, sage ich jetzt mal. Und auch, wir brauchen natürlich auch schon mal ein bisschen Planungssicherheit für die ablösefrei gehenden Spieler. Auch wieder im Sommer. Ergebnis aus der Reserve. Bochums Reserve unterliegt den Reservistenkader des HSVs mit 1:2. Jetzt haben wir die zweite Niederlage hintereinander. In kürzester Zeit tendenziell. Aber ja gut, man bleibt oben dabei, unter den Top 6. Meisterschaft, da scheint Bremen aktuell jetzt ein bisschen durchzumarschieren. Ja, das war's auch schon. Das alles andere sind so Kleinigkeiten, da würde ich sagen, die zeige ich erst dann, wenn sie durch sind, beziehungsweise Scouting-Berichte etc. Dann hatte ich ja, also der 13. Spieltag, den haben wir ja so gesehen, nicht direkt teilgenommen, da unser Spiel wird ja verschoben. Daher zeige ich euch mal die Ergebnisse. Also, Ergebnisse vom Freitag. Freiburg, gegen Leverkusen natürlich. Gegen Union Berlin 2:0. Hannover schlägt den HSV. Das Aufsteigerduell 1:0 endet das Spiel zugunsten für Hannover. Hertha BSC, Stuttgart trennen sich 1:1. Schalke weiter auf der Siegeswelle, auf der Euphoriewelle 4:0. Gegen Gladbach muss man sich mal geben. Die sind aktuell Vierter auf Champions League Kurs. Und Bayern München verliert das Topspiel zu Hause gegen RB Leipzig mit 0:1. Dadurch haben wir dann die Situation, dass die mal wieder ein bisschen rankommen. Um 3 Punkte. Aber so ist auf jeden Fall schön spannend. So soll es sein. Nicht immer so ein Davoneilen von den Bayern. So, sonntags dann noch Köln, Frankfurt 1:1. Hoffenheim, Wolfsburg 1:0. Und Mainz verliert zu Hause 1:2 gegen die Borussia aus Dortmund. Dann sehen wir, haben wir halt, wie erwähnt, gerade ein Spiel hinter. Liegen wir da, also müssen halt ein Nachspiel, da haben halt ein Nachholspiel. Meine Güte, Stottern ist bei mir echt auf der To-Do-Liste ganz oben. So, ja, man will manchmal halt zu schnell, ne? Zu viele Sachen auf einmal im Kopf, was man alles erzählen will. Und dann überschlägt sich alles. So, ja, tabellarisch, wie ich ja schon angedeutet habe, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach unten reinrutschen, obwohl es jetzt immer noch 7 Punkte sind auf dem Relegationsplatz. Aber man kann auch im Niemandsland der Tabelle, sage ich mal, zum Beispiel verschwinden, wenn wir nicht aufpassen. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Und auch nicht so dramatisch, sage ich mal, andererseits. Wir haben das Saisonziel Klassenerhalt, da sind wir voll auf Kurs. Aber man hat auch seine gewissen Ambitionen. Zu erwähnen sei oder ist, dass man da eine Steigerung oder eine Weiterentwicklung feststellen kann durchaus. Und zwar zum gleichen Zeitpunkt, in der letzten Saison hatte ich 3 Punkte weniger. Also ist halt so, da gab es dann nach 15 Spielen 17 Punkte, nach 17 Spielen 21 Punkte Ende der Hinrunde. Also wir sind aktuell auf dem gleichen Kurs wie in der Hinrunde, sogar etwas besser. Das wird sich ja jetzt dann mit dem Spiel gegen Leverkusen zeigen. Kommen wir dann noch zur Taktik. Die Taktik sieht folgendermaßen aus. Und auf Leverkusen gehe ich dann gleich auch noch ein. Also Plan A ist diese, da ist Leverkusen extrem anfällig drauf. Das gibt der Kader auch her, auch systematisch sollten wir das eigentlich spielen können. Ansonsten wird gewechselt auf 4-4-2. Also aber systematisch und auch von den Daten her beißt sich Leverkusen an so einer Formation meistens die Zähne aus.
Ja, aus den vergangenen Auswärtsspielen habe ich natürlich gelernt und auch da Leverkusen mit sehr schnellen Außen, allgemein mit einer sehr schnellen Offensive agiert, stehen wir dann nicht ganz so hoch. Haben ja die letzten Auswärtsspiele gezeigt, da sind wir ein bisschen anfällig dann, ne? Bei solchen Dingen nach wie vor. Da muss auch weiterhin in der Zukunft der Wert drauf legen, bei mir mehr auf Antizipieren, aber vor allem auch auf Geschwindigkeit zu legen in Sachen Innenverteidigung. Die geht zwar nun für sich, aber Hauke Wahl ist da so ein bisschen der Schwachpunkt. Von daher stehen wir nicht ganz so hoch. Ja, soweit habe ich dann alles gezeigt, würde ich sagen. Hohes Pressing selbstverständlich trotzdem. Das muss schon sein. Und der Pressingfalle diesmal im Zentrum, weil wir haben halt, wie man hier sehen kann, auch eine Übermacht im Zentrum selbst. So, dann noch gehen wir noch kurz auf den Gegner ein, gucken uns mal an, wie die Ergebnisse von Leverkusen zuletzt aussahen. Sie sind ja auch in der Champions League noch aktiv, das hatte ich ja schon zwischendurch mal gezeigt. Ja, die europäische Ergebnisse sieht man zwar hier noch, da kann man sich schon mal andeuten, was, wie es da aussieht um den Kader aktuell, also um den internationalen Stand bei Leverkusen. Zeige ich aber hinterher noch. So viel Zeit muss sein. Oder darauf gehe ich genauer hinterher nochmal ein, wie man möchte. Auf jeden Fall sieht man, dass da auch ein ordentliches Auf und Ab vonstatten ist, obwohl eigentlich mehr jetzt vor allem im Oktober fast alles verloren wurde. Also man tut sich schwer, kann man sagen, so ein bisschen aktuell, ne? Auswärts nicht ganz so überzeugend. Zuletzt, das könnte vielleicht unsere Chance sein. Ich hoffe mal, wir reißen was. Na gut, dann gucken wir uns noch die gegnerische Aufstellung an, ob da ein Neuer bei ist. Arangiz, Palacios, hier haben wir Steri. Was? Leonidas Stergio. Das hört sich aber spektakulär an. Der Leonidas, der Spartaner. 6,5 Millionen gekommen vom FC St. Gallen. Und ansonsten Toni Martinez. Haben wir da. Kam vom FC Porto. Ui, eine Leihe von 8 Millionen Euro. Was hat er denn für einen Marktwert? 18,5. Ja. Nicht schlecht. 30 Spiele, 14 Tore, eine Vorlage. Kann man machen. Aber die Leihe ist schon übel. Aber wahrscheinlich dann auch mit einer Kaufoption. Na gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir rein ins Spiel und ich hoffe, wir nehmen was mit. So, Leverkusen stößt an in Weiß. Na kurz, Moment. Oh, Moment, weiterlaufen lassen, mein Mikro richten. Ja, vielleicht fällt es euch auf. Ich habe mir mal ein neues geholt. Das letzte war ja so langsam hat es den Geist aufgegeben. Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt deutlich besser. Bochum sehr, sehr dominant. Die ersten Minuten. Ausgespielt, Diaby. Tja, quer, Diaby. Demir bei Bakka. Palacios und der geht klar drüber. Ah, mir fällt auf oder ein. Wir spielen ja eher auf Flügel. Flügelsystem mit den kompletten Flügelverteidigern. Das hatte ich jetzt wieder nicht gemacht. Walde. Zurück auf Goralski. Nochmal Walde, Farai, Licht quer und Hofmann mit dem 13. Saisontor in der 11. Spielminute. Da ist er wieder. Jetzt verletzt gewesen. Erstes Spiel von Anfang an nach der Verletzung und netzt direkt ein. Farai mit dem Assist. Und Hofmann lässt nicht lange bitten. Wäre natürlich schon wirklich wichtig, der Sieg, ne? Können wir da was mitnehmen? Aber ist ja noch früh. Soares. Stöger. Oh, verunglückt. Verunglückter Ball. Hofmann. Goralski. Walde. Wahl. Hörmann.
Weithaupt. Schön gesehen, Stöger macht er den. Ah. Schade. Na, der Start ist schon mal gut auf jeden Fall. Leverkusen kommt gar nicht ins Spiel bis jetzt. Wenn es so bleibt, bin ich natürlich zufrieden. Logischerweise. Da sag ich nicht nein bei so einem Spielverlauf. Weil im XG-Wert von 1,2, 1,02 bei zwei Schüssen, das ist nicht immer so bei uns, sag ich mal, ne? Habe ich jetzt überhaupt erweiterte Highlights? Ja, passt schon so. Stöger, raus der Ball. Hör mal nochmal raus. Und ja, Stöger mit im Feierabendmodus. Breithaupt passt schön auf. Hofmann. Und der Ball geht nochmal zur Ecke raus. Wird auch nochmal abgefälscht. Bisher haben wir sie. Was jetzt? Achso, Freistoß. Bisher haben wir den Gegner auf jeden Fall definitiv ganz klar im Griff. Hohe Ball, hohe Passquote, Ballbesitz ist sehr gut. Und noch kein Schuss aufs Tor von Leverkusen. Ja, man hat ja auch in den letzten Spielen gesehen, was los ist, wenn wir den torgeranten Philipp Hofmann nicht dabei haben. Ne? Da hatten wir jetzt ein paar Probleme. Das liegt natürlich teilweise auch ein bisschen an den Systemumstellungen, die wir dann vollzogen haben. Aber war teilweise schon echt ungefährlich. Irgendwann mit keinem guten Spiel. Bisher vielleicht mal die Rollenverteilung. Tut er sich vielleicht etwas schwer als ballspielender Verteidiger. Dann nehmen wir halt erstmal keinen, ne? Und oder eventuell Hauke Wahl, der kann es auch. Naja, aber nicht Vorstopper. Ist auch schon manchmal auffällig, ne? Dass manche Rollen einfach nicht passen zu den Spielern. Ja, also man kann nicht meckern. Vier Spielschüsse aufs Tor. Haben jetzt nicht viel gesehen in der ersten Halbzeit. Keine großartig zwingenden Chancen, aber ich bin ganz ehrlich, wenn das Spiel so weiter verläuft, dann ist es komplett zufriedenstellend dann. So und nicht anders. Analyse, Rat, sollte man vielleicht auch mal zwischendurch. Zu sagen, dass unser Tackling enttäuschend war. Leverkusen spielt disziplinierter. Ja, unser Tackling ist bescheiden. Dann würde ich sagen. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, da bin ich echt der Noob hoch 10. Also wenn ich so eine Nachricht lese, wenn sie gerade aktuell nicht gut im Tackling sind, da sollte man eigentlich sagen, dann lass es sein. Andererseits gibt ihr mehr Mühe, ne? Aber das könnte auch zum Elfmeter führen. Auf jeden Fall ausgewogen, könnten noch kontrollierter spielen, mehr Druck erzeugen vielleicht. Ansonsten sehe ich da jetzt eigentlich keinen großen Grund zu wechseln. Ja, zufrieden. Sagen wir jetzt einfach mal. Was es auch ist, er erfreut, könnte man jetzt auch sagen können, weil wir so den Gegner so in der Hand haben. Aber ich will den Tag nicht vorm Abend loben, sage ich mal so. So, erste Chance. Erster Angriffsversuch. Moment.
So, jetzt mal Leverkusen. Schön geklärt. Bakker setzt aber nach. Nochmal Bakker. Hauke Wahl köpft ihn raus. Ferrei kann klären. Oh, schön dazwischen. Heidhaupt einfach raus, das Ding. Soares passt schön auf. Stöger. Zurück auf Córdoba. Stöger. Schickt er? Ja, er schickt Soares. Und der mit dem 2-0. Aber jetzt mal gucken, ob der zählt. Also ich würde ganz ehrlich sagen, aus dem Steg greift das war abseits. Soares würde ich sagen. Das doch. Er zählt. Schön geschickt von da in dem Moment. Ja, aber hier unten sieht man es, ne? Ich glaube, Tah ist es, der hebt das abseits auf. Kann man das nicht sehen? Kann man den nicht hier irgendwie... Doch, Bakker. Hinkapier. Hinkapier hat gerade das abseits aufgehoben. Und dann, ja, ein bisschen so reingehüpft irgendwie. Aber Hauptsache drin, ne? Interessiert nicht. 2-0, der Plan geht voll auf. Soares mit der Vorstellung. Mit der Vorlage. Jetzt nur nicht irgendwie das Spiel noch aus der Hand geben. Wir können jetzt wieder ausgewogener spielen. Nicht, dass wir da noch im Konter laufen oder so. Martinez. Dann haben wir die erste richtig brenzliche Situation nach 55 Minuten. Tor wird aber, Schuss wird nicht als Torschuss per se gezählt. Ja, Oermann hat sich ein bisschen stabilisiert, wenn es jetzt auch nicht mega viel ist. Aber man muss sagen, Walde bringe ich jetzt mal, nehme ich jetzt mal raus, dann tun wir Osetoto rein. Der Plan ist wirklich aufgegangen diesmal, ne? Bisher, das erinnert mich an das, obwohl es ein bisschen andere Formation war, erinnert mich ein bisschen an das Celtic Glasgow Auswärtsspiel. Da hatte ich auch ein bisschen, also gehörigen Respekt. Da dachte ich echt, oh, direkt erster Spieltag in der Conference League und dann bei so einem Gegner. Aber da war die Leistung ähnlich. Da hatte man den Gegner ähnlich im Griff. Aber wir sind noch nicht am Ende. Abgefälscht. Leverkusen wechselt jetzt auch direkt dreimal. Schick. Patrick Schick. Lukas Höhler. Haben sie den tatsächlich geholt? Jawohl. Aber ich glaube, der kam schon in der... Nee. Doch, der kam schon in der letzten Saison für 2,7 Millionen. Heftig. Höhler, Schick und Tah. Nee, nicht Tah. Kommt hier jetzt auf Tah? Sinkgraven. Auf dem Flügel. So, dann wollen wir wieder mal ein bisschen pressen. Ja, habe ich. Ich wollte gerade sagen, hä? Höhler wird gepresst. Alles schön in die Mitte zwingen, ne? Dass die Chancen minimiert werden, hoffe ich zumindest. Enge Manndeckung. Andrich ist auch reingekommen. Da brauchen wir eigentlich nicht viel machen. Durchhalten. Patrick Schick wird jetzt brutal, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen auch jetzt der Segen dafür, dass wir jetzt eine Woche Pause hatten und Leverkusen mit voller... Oh. So gesehen mit voller Kapelle angetreten ist, auch Champions League unter der Woche hatte, ne? Kann man auch... ja, ist Witz... Einer der Aspekte auch sein, sag ich mal. Oh, Höhler. Riemann stark. Warte mal. Da steht's auch, da kann man es immer. Was? Zu sagen, dass unser Tackling enttäuschend ist. Achso. Auswechseln, Breithaupt. Da wieder eine gelbe, ne? Nee. Achso, der meint wegen die Gefahr auf eine Sperre. Ja, die wird so oder so irgendwann kommen. Also von daher, dann soll er sich lieber da reinschmeißen und alles geben. Ansonsten eigentlich alles gut. Leverkusen gerade am Drücker. Ich bin auch überlegen, ob ich da irgendwie vielleicht was... Ja. Hoffen. Jetzt, die werden natürlich jetzt nochmal alles nach vorne schmeißen. Das ist ja völlig selbstverständlich, ne?
Wenn es auch garantiert offensiver jetzt spielen. Was? Cordoba wirkt erschöpft. Ja, da haben wir jetzt keinen Ersatz dabei. Horn könnte das spielen, machen wir dann auch. Jawohl, Horn. Cordoba brutal. Wir lassen erstmal noch. Wir lassen erstmal noch ein bisschen spielen. Weil er ist aktuell ja auch sehr kopfballstark. Ne? Das war ja auch die Meldung in der Halbzeit. Unser Fels in der Brandung. Also, übertrieben gesagt. Die letzten paar Minuten werde ich ihn, glaube ich, mal entlasten. Noch ein bisschen fitte, paar frische Beine reinschmeißen. Und zwar jetzt, so in die letzten 10 Minuten. Horn kommt rein. Auslage für Breithaupt. Und vorne vielleicht, ja, nochmal einen frischen Stürmer. Einmal komplett durchwechseln. Wir hoffen, dass wir es überstehen, aber sieht gut aus. Für macht es die Minute jetzt. Die Zeit läuft runter. Drei Minuten Nachspielzeit. Fosu Mensah nochmal, Demir Bay und der geht drüber. Tutu nochmal gelb. Die letzten Sekunden laufen jetzt. Letzte Ecke. Wird wohl wahrscheinlich gleich direkt in der Szene abgepfiffen. Ja, Radetzky pflückt runter, wird jetzt abschlagen und dann wird bestimmt abgepfiffen. Ah, noch niemals Abschlag. Ja, der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Hofmann, ganz klar Spieler des Tages. Koralski wieder mit einer starken Partie. Soares mit einer starken Partie. Ferreira hat auch gut gespielt. Breithaupt. Kann man nicht meckern. Kann man echt nicht meckern. Vorne Martin, das würde mich mal interessieren. Ja, da hangen wirklich komplett in der Luft. Ja, wir haben echt Glück gehabt. Also muss man echt sagen. Und unter, dass wir da ein bisschen die Doppelbelastung von Leverkusen ausnutzen konnten und wir halt eine Woche frei hatten, ne? Er freut auf den, ja, auf jeden Fall. Er freut. Freut man sich immer, wenn ein Plan aufgeht. Ja, die anderen Ergebnisse hatte ich ja schon vor dem Spieltag vorgelesen, weil das war ja, hatte ich ja erwähnt, Nachholspiel. Tabellarisch hat sich's für uns auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jetzt die halbe Miete voll. Wir sind nach wie vor, wie gesagt, auch 3 Punkte besser als in der letzten Saison. Hatten jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall sind wir da oben dran. 3 Punkte hinter Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim. Champions League, sich da irgendwie Hoffnung zu machen, wäre einfach utopisch. Ne? Aber ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt von Schalke. 2 Niederlagen erst. Und die gegen uns und gegen Freiburg. Dafür haben sie 5 Stück von uns gekriegt. Na gut, das war's für den Part. Wie ihr sehen könnt, wir sind eigentlich voll im Soll, kann man sagen. Schon, wenn man nach unten auch sieht. Hallo? Anzeige weg. 10 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Also, das sieht gut aus. Dass wir auch dann im dritten Jahr hier im Fußballmanager Let's Play noch Bundesliga spielen. Alles klar, wie gesagt, der endete Part. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.